Morgen haben wir es. Heute Morgen habe ich es nicht weit, zumindest zum Laden. Ich hole den Bagger, der hier bei uns auf der Autobahn steht. Und der geht dann rüber nach Völklingen, in die Völklinger Hütte. Irgendeine Schlaggerampe oder irgendwas. Genau weiß ich es nicht. Da geht der mal hin heute Morgen. Der kommt da hier rein, geballert. Das ist manchmal was die mittlere Spur, nehme ich. Die mittlere Spur.
habe, wären hier einen guten halben Meter tiefer nochmal eine Fahrbahn. Die etwas tiefer wäre, also die tiefer ist, aber sag mal, die ist aus den 1930er Jahren. Ja, das stimmt.
alles an. Ich mag auf der Autobahn total vergessen, ey. Alles anziehen. Gut, bis gleich. Jetzt fahre ich rüber quasi Rockenhausen durch. Ja. Nach Mannweiler Köln. Auf dem Acker, da steht eine Planierraupe von uns. Ich weiß nicht welche. Ich vermute die 716. Aber da vorne hat gerade eine Schlacke gekippt. So ein Schlackebehälter hier. Ah ne, die brechen gerade Schlacke. Okay, alles gut. Alles gut. Erinnerung. Gucken. Da steht schon wieder vorne. Direkt vorne auf dem Eck. Hier ist absolutes Halteverbot. Gucken, ob ich hier drehen kann da vorne. Ich weiß sonst nicht, wie ich jetzt da hochfahre. Sonst fahre ich halt nochmal eine Runde. Fahr hier links hoch, fahr hier runter. Genauso mache ich es. Soll es auch sein, fängt es jetzt an zu regnen. Platz vorne dran.
Landeplatz vorne dran. Keine Platz vorne dran. Hier vorne die Walze, die da steht, die nehme ich mit. Aussieht, könnte ich da wahrscheinlich Kreise drehen. Ne? Ich glaube, ich da hochkomme, wenn die Walze nass ist. Hier hoch. Ich dachte, da hinten im Eck, das wäre wenigstens ein Radbagger oder halt ein Gummikettenbagger. Ja. Schön wäre es gewesen. Ne? Da steht ein Kettenbagger. Ich vermute, das war ein Liebherr. Ich vermute 922. Habe ich letzte Woche erst nach Rapstein, ja, den habe ich in Rapstein geholt. Habe ich den hingefahren. Ich werde alt. Wo habe ich den hingefahren? Ich war in hatte ich den hingefahren erst. Vielleicht ist er auch schon wieder fertig da. Das Gefühl, ich habe meine Lenkung nicht geöffnet.
Also, bin dann wieder mit dem Kipper unterwegs. Fahr einen Kippsattel mit Außenspiegel. Und sehr viel Holz. Ich glaube, der Kollege kann eine Tonne weniger zuladen, weil er sich seine Kabine mit Holz ausgebaut hat. Es braucht. Ich fahre jetzt nach Sembach, lad 0,80 und fahre dann mal hoch nach raus nach Mannheim ans Hochhaus. Muss auch aufgeschüttet werden noch, dass der 69 quasi von oben her angreifen kann. Man sieht, da ist noch nichts bis oder wenig bis gar nichts passiert hier. Ich muss jetzt hier einmal ums Karree fahren, hoffe ich doch, dass das so stimmt und dass ich das richtig verstanden habe. Und die Ampelschaltung hier in Mannheim, diesen grausamen, echt. Schaltungen hier sind grausam. Warte. Jetzt ist grün und der Fadi verschläft. Ich habe lange gesucht nach dem Wort Metern.
die Uni mit durchgekommen. Gibt's ja gar nicht. Halteverbot ist, ja. Stehen auch wirklich kaum Autos hier drin. Also jetzt. Was mietet dann? Nix. Fahrstellung.
erst noch ein Moment. Ständer nicht auseinander gefaltet. Ich habe jetzt erst noch ein Bett quasi gebaut, dass der Bagger hier fahren kann, wobei ich dachte, das wäre eigentlich egal. Aber wahrscheinlich fehlt auch noch ein Meter, zwei, dass der bis ganz oben hinkommt. Wenn da 95 Tonnen draufstehen, ich glaube, das wird auch nicht viel bringen, wenn das dann abgewalzt ist, keine Ahnung. Egal. 15.40 Uhr haben wir es. Denke ich, fahre jetzt noch eine gute Stunde wieder nach Hause. Feierabend. Wunderschönen guten Morgen. Wieder ein Bild. Dienstagmorgen. Ich lade jetzt hier im Hof einen 14 Tonner Kompakt mit Sortiergreifer. Der geht runter nach Mainz ins Kraftwerk, wo der 956 steht. Und da haben wir vorne dran haben wir noch einen Abriss. Da an diese Halle geht der. Und dann, wenn ich da leer habe, fahre ich rüber nach Trier, steht der R39. Der ist auch fertig dahin. Allerdings weiß ich noch nicht, wo der hingeht. 8.40 Uhr gibt eine kleine Planänderung mit der Mahl. Und zwar hatte ich ja den Bagger geladen, eigentlich für nach Mainz ins Kraftwerk. Der geht nicht nach Mainz ins Kraftwerk, sondern der geht nach Wiesbaden in das Zimmerwerk. Ist natürlich ein bisschen Umweg gefahren, aber ja, alles noch im Rahmen.
Laderampe, die da hinten reinging, die haben wir gemacht. Seite ab. Etwas bescheiden werden. Wir werden gleich ziemlich stark nach vorne kippen. Packe. Ich hab die Hose voll, ja. Dann fahren wir jetzt noch weg. Sorry.
Alle Straßen natürlich, alles gut. Gewesen und für die Rechtsabfahrt, ach so, Fußgängerampel, ja, okay, alles gut.
funktioniert. Ging doch noch trotz allem recht gut, recht schnell. Sorry, ich muss jetzt genau den hier machen. Lässt mich nicht im Stich, würde ich beinahe sagen, aber nicht. Daher muss ich sagen, von der Kupplung ist er zwar etwas zuverlässiger, ja, aber kann man es sehen. Motor gestört, schreibt er. Natürlich voll in der Baustelle. Jetzt hoffe ich nur, dass ich noch rauskomme hier. Dann kommt gleich der Rasthof Hochwald, genau. Jo. Schauen wir mal. Also ich werde immer langsamer. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es dann bergauf geht. Ich drücke jetzt mal die Fehlermeldung weg. Schaltet normal. 5 Kilometer, leckt mich am Zügerli. Ein guter 3 Grad. Schreibt er deswegen dem normal doch nicht, oder? Wenn sich was tut, sage ich euch Bescheid. Bin zu Hause. Richtig drückend schwül, ey. Ich hab so Kreuzschmerzen. Kamera scheppert. Die Fehlermeldungen sind alle weg. Ereignisse, keine aktiven Meldungen. Einzige, was noch kommt. Ach, sorry. Ist noch mal einzige, was noch kommt, wenn ich das Licht an habe. Die Nummernschildbeleuchtung geht mal wieder nicht. Zack, da ist er doch. Okay.
Kennzeichenbeleuchtung gestört. Ansonsten nichts, keine Leuchtmittel ersetzen. Wenn da mehrere Meldungen wären, wäre ein Pfeil nach rechts quasi und dann würdest du draufdrücken und dann würden die Meldungen kommen. Ist nichts. Ist nichts. Weiß jetzt auch nicht. Ich fahre jetzt mal weiter, bis die Meldung vielleicht nochmal kommt. Komisch ist nur, die Meldung von der Motorstörung ging weg und, was man erkennt, die ABS-Meldung ging wieder an. War die ganze Zeit weg. Ich habe auch das Gefühl, dass mein Retarder nicht mehr richtig geht. Also es kann irgendwie mit der ABS-Meldung kann das wohl zusammenhängen. Ich weiß es nicht genau. Und gerade die Tauben. Sorry. Egal, ich war jetzt Feierabend. Bagger laden wir morgen früh ab, dann weiß ich schon, lade ich direkt eine Walze. Aber wohin? Keine Ahnung. Also, bis denn. Rasieren.